jetzt am 18. Türchen. Das geht auf und dahinter seht ihr quasi im übertragenen Sinne das Thema Lebensfreude für heute. Meine Lebensfreude sprudelt wie eine Fontäne aus mir hinaus. Jeder, der davon berührt wird, taucht ein in diese positive Energie. Es geht darum, ihr Lieben, dass zum einen solltet ihr in den letzten Monaten oder in der letzten Zeit in irgendeiner Form nicht wirklich lebensfroh gewesen sein, weil einfach so viele Außeneinflüsse da sind, die einen tatsächlich leicht mal runterziehen könnten. Ja, so viel Medien und Nachrichten und dies und das und jenes. Also es gibt so viele Momente, wo man wirklich so aus der Bahn gerissen werden hätte können. Der eine oder andere unter euch ist garantiert auch dem mal so zum Opfer gefallen. Das ist ja völlig normal und menschlich. Und sie sagen, mit der Karte wird euch jetzt so ein bisschen mehr Lebensfreude geschenkt. Ja, sie möchten, dass ihr euch jetzt mal heute Zeit nehmt und wirklich mal drüber nachdenkt, mal einfach 5 Punkte in eurem Leben findet, 5 Themen, 5 Aspekte, 5 positive Aspekte an irgendjemandem, der euch vielleicht frustriert hat, oder einfach 5 wirklich schöne Momente, an die ihr euch erinnern könnt gerade oder die ihr gerade in euren Kopf reinbringt, in euer Gedächtnis reinbringt sozusagen. Es ist wichtig, dass ihr einen Startpunkt macht, ja, wo ihr sozusagen dann wirklich dieses Gefühl der Freude generieren könnt. Solltet ihr jetzt nicht schon drin sein in irgendeiner Form, ja? Es ist super wichtig, dass ihr wisst, in dem Moment, wo ihr euch zur Freude oder für die Freude entscheidet, in dem Moment, wo ihr sozusagen euch ein Thema gedanklich hernehmt, das euch Freude bringt oder das sich zumindest ein bisschen besser anfühlt für euch, wenn ihr das sozusagen so betreibt, dann kommt immer mehr. Je mehr Zeit ihr damit verbringt, und das sind wirklich ein paar Sekunden, 16 genau im Prinzip oder 17 Sekunden, die ihr wirklich damit verbringt, wo ihr wirklich sagt, okay, ich fokussiere jetzt einfach mal wirklich ein freudiges Ereignis, irgendwas, was mir Freude bereitet hat oder was mir momentan Freude bereiten kann oder auch wirklich bereitet. Und darauf solltet ihr euch heute wirklich mal total fokussieren. Und das wirklich in eure Energiefeld mit reinholen. Ja? Wenn ihr das aufschreibt, wann ihr euch zum Beispiel auch das letzte Mal gefreut habt, dann ist das natürlich noch viel besser, weil in dem Moment, wo ihr schreibt, fokussiert ihr mehr. Ja? Diese Schreibbewegung, dieses Denken, das ihr dann sozusagen verstärkt durch dieses Schreiben, dieses Wortes oder dieses Begriffs, das wird euch mehr in dieses Thema wieder reinbringen und ihr werdet tatsächlich dann mehr Freude empfinden und spüren. Und wenn ihr das tut, dann zeigen sie mir jetzt ganz wunderbar, wie wieder so ein Tropfen in so ein Wasserbecken reintropft und wie dieser reingetropfte Tropfen sozusagen seine Kreise zieht, so nach außen, ganz weit nach außen. Und sie wollen euch damit wissen lassen, dass in dem Moment, wo ihr euch zum Mittelpunkt der Freude macht, und das ist eure Entscheidung, ihr Lieben, auf was ihr euch fokussiert und was ihr da bedenkt und wie ihr euch deshalb dann fühlt, dass das sich so ausbreitet hier auf diesem Planeten, dass ihr so viel mehr Einfluss habt auf alles, was euch umgibt. Und wirklich, das zieht sehr weite Kreise, viel, viel, viel weiter in energetischer Form, als ihr euch dessen überhaupt bewusst sein könnt oder bewusst seid. Ja? Also, es ist so hilfreich, wenn ihr sozusagen euch entscheidet, in diese Freude reinzugehen und dadurch sozusagen diese Gesamtenergie, die wir gerade hier auf dem Planeten haben, die sehr komplex ist im Augenblick, zu unterstützen, in positiver Form zu unterstützen. Und euer Bonbon sozusagen, wenn ihr das tut, ist natürlich zuallererst eure eigene Energie, mit der ihr dann natürlich auch alles, was zu dieser Freude passt, in euer Leben zieht. Ja, ihr Lieben, und ihr wollt garantiert alles, was dazu passt, das verspreche ich euch.
Ja, denkt immer schön dran. Ihr seid wie Magneten den gesamten Tag und das könnt ihr nicht abstellen. Also macht dieses Gesetz, diese Anziehung, dass ihr sozusagen das anzieht, über was ihr nachdenkt, zu eurem Freund. Bitte schön. Ja, das rate ich euch sehr an, die geistige Welt sowieso. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß am heutigen Tag. Ja, und dann freue ich mich sehr auf euch und auf morgen. Tschüss.